Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute wieder mit dem Händler-Account unterwegs. Und ich hatte ja in der letzten Folge, in der wir mit der Explorer-Anaconda unterwegs waren, gesagt, dass ich mir ein System überlegt habe. Ach, seht ihr, ich bin gerade frisch rein, ich muss noch wieder umstellen auf Zugehörigkeit, welches ich eventuell als Heimatsystem nehmen würde für diesen Account. Und zwar wäre das System Vega. Aber dafür brauchen wir eine Erlaubnis. Ich habe jetzt selber tatsächlich gerade nicht genau im Kopf, wie man das den Zugang zum System Vega bekommt. Ich schaue mal ganz kurz nach. Vega System Permit. Und zwar, ich weiß gar nicht, war da ein Rang notwendig? Das kann sein, dass da ein Rang notwendig war. System Vega, genau. Föderaler Rang. Wir bräuchten dafür den 5. Rang bei der Föderation, um in das System Vega reinzukommen. Aber ich habe dann mal reingeschaut. Das hat zwar hier noch einen kleineren Stern mit einem felsigen Ring allerdings bloß. Ich hätte dann halt schon ein schönes System. So ähnlich wie Toluku. Halt auch mit sehr reichhaltigen metallischen Erzen, vielleicht sogar noch mit einem Eisringsystem, aber es wäre auch kein Problem, wenn das irgendein umliegendes System wäre, in dem wir uns dann rumtreiben können. So, ja, entweder wir fliegen heute einfach nochmal, ich erzähle gleich nochmal was zum T6-Transporter und den Optionen, die wir dann dort haben, aber ich schaue erstmal, was es denn für neue Community-Events gibt, denn seit gestern gibt es schon neue, ich war zwar mit dem Händler-Account eine Weile online, aber falls mir da jemand geschrieben hat, ich habe den gestartet, hatte dann aber irgendwie in der Zeit, in der ich wahrscheinlich online angezeigt wurde, überhaupt nichts. Also für euch ist das dementsprechend am Donnerstagabend war das, als ich da online war, hatte aber nichts gemacht. Also im Spiel, ich war nebenbei mit was anderem beschäftigt hier in der Wohnung und habe das Spiel total vergessen, dass das noch lief. Hier wäre ein Händler-Community-Event. Mal schauen, wie weit das weg ist. Ich will direkt am Event nicht dran teilnehmen, aber wie es so oft ist, mit den genannten Sachen kann man unter Umständen ganz guten Profit machen. Manchmal sogar ja, deutlich mehr, als man so bekommen könnte. Könnt's jetzt nicht. Genau, da unten. Moment. Das waren zwei Community Events, wahrscheinlich beide hier unten drin. Im System Vangal. 172 Lichtjahre, wobei das geht sogar. So ungefähr ja, ziemlich genau die Hälfte können wir fliegen, ohne nachzutanken. Das wären 13 Sprünge. Hier gibt es doch noch ein anderes Händler-Community-System im System Ogma. Oder? Ach, bei Colonia ist das. Das System Ogma. Also da machen wir nicht mit. Ja, nee, gut, das ist dann darunter fliegen, eventuell auch wieder ein bisschen zu weit. Pass mal auf. Wir fliegen jetzt einfach so ein bisschen die Route und dann kann ich gleich nochmal was zum T6-Transporter erzählen. Einmal Leistungssteigerer bräuchten wir. Levi Terminal Leistungssteigerer kaufen. Ja, richtig. So wie wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, aber die gibt es nicht mehr. Oder Moment. Die sind doch eigentlich bei Medikamenten mit dabei. Nö. Oh oh. Verdammt.
Okay, das ist jetzt echt ungünstig. Wir sind ja dann immer zwischen der Station hier hin und her geflogen, oder nicht? Oder warte mal. Doch ja, Levi Terminal. Wir sind schon richtig. Mist. Ich weiß nicht, ob die im Newton Hub welche haben. Denn wenn ich das hier richtig sehe, könnte ich auch Beryllium hier bloß für 8.900 verkaufen, was jetzt glaube ich auch nicht so viel wäre. Ich glaube, Gold ist ein bisschen gestiegen. Okay. Ja. Hat sich doch schon wieder was geändert hier. Mann, 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 Mann. Jedenfalls zum T6-Transporter. Der würde erstmal in der Grundausstattung 1.040.000 Credits kosten. Normal, ohne Rabatte und so weiter. Und auf Handel getrimmt mit einem etwas besseren Frameshift-Antrieb schon 1,3 Millionen genau. Der hätte dann einen Versicherungswert von 2 oder 64.000 Credits. Und zusätzlich bräuchte man dann halt noch einiges, um überhaupt Waren kaufen zu können, was natürlich mit den restlichen 40.000, die man noch übrig hätte, die man dann vielleicht verballern könnte von den 1,4 Millionen, von denen ich mal gesprochen habe, wäre natürlich ziemlich wenig. So, dann schrieb mir jemand, vielen Dank dafür, dass er seinen T6-Transporter auf Bergbau getrimmt hat, insgesamt dann irgendwie zum Schluss noch 64 Tonnen Frachtraum hat und eine 4er Raffinerie und so weiter. Allerdings, sein Fitting kostet dann schon, und so hatte ich mir das auch schon mal dann zusammengeguckt, um die 3 Millionen, was halt schon nochmal einiges mehr wäre, denn die guten Raffinerien, die gehen wirklich so ab einer halben Million erst los. Das ist natürlich nicht so schön. Da hätte ich tatsächlich mit ein bisschen weniger gerechnet für einigermaßen mittelprächtige Raffinerien, aber das daran war irgendwie nicht zu denken. Zumindest nicht, ja, für so wenig Geld. Tja, deswegen, das Problem wäre, naja, erstmal 3 Millionen kriegen und dann kostet das alles wieder mehr Versicherung. Wahrscheinlich sind das dann um die 1, oder 180.000 müssten das ja dann ungefähr sein, ne? 100, ich habe es nicht gesehen, ich glaube, irgendwas so um die 150, 160.000 Versicherung. Ja, Bergbau an sich habe ich schon Bock drauf, aber also freue ich mich wirklich, wenn wir das irgendwann mal mit dem Account hier machen können, aber wie gesagt, kostet halt wieder mehr und bis man das Geld durch Bergbau für die Komponenten wieder rein hat, dauert es halt auch ein bisschen, je nachdem wie viel Glück man hat, um da eventuell ein bisschen mehr Painit eventuell zu finden oder Palladium. Tja, deswegen würde ich sagen, der erste Plan, den wir dann mit dem T6-Transporter machen, wird dann wahrscheinlich der sein, dass wir uns den recht roh kaufen, ohne zusätzliche Upgrades erstmal und versuchen, zumindest den Frachtraum, wir müssen ja nicht auf direkt 104 Tonnen gehen, sondern erstmal den nehmen, so wie er, da muss ich mal schauen, so wie er aus der Werft kommt, schaue ich mal eben rein. Moment, ich habe das hier nebenbei. Der T6-Transporter, der hat standardmäßig 50 Tonnen Fracht und kostet genau 1.045.000 und 52.300 Versicherungssumme. Und dass wir uns dann da einfach die kleinste Fahrzeugbucht reinbauen plus einen Buggy. Oder wir bauen uns vielleicht dann doch besser eine 2er-Buggy-Bucht rein, also für einen 4er-Slot und dann zwei Buggys. Wären dann halt nochmal ein paar tausend, aber hält sich noch echt in Grenzen und dann wirklich die restlichen Tonnen an Frachtkapazität erstmal mit Waren bestücken, die wir irgendwo auf einer Planetenoberfläche finden, was natürlich eine Weile dauern könnte, aber das könnten wir machen, denn wenn dann, vielleicht können wir dann auch noch den Frachtraum ein bisschen erhöhen. Ich sage jetzt mal, wenn wir bei 50 Tonnen Fracht sind und da gut was eingesammelt haben, meinetwegen so 40, 45, 50 Tonnen, je nachdem wie schnell die Piraten uns wieder angreifen, dass wir das dann verkaufen und dann haben wir erstmal wieder gut Geld. Da kommt ja dann ein recht schöner Batzen erstmal zusammen. Da können wir das Schiff wieder ein bisschen ausstatten. Da kann dann ein besserer FSA-Antrieb rein. Und so weiter arbeiten wir uns dann schön gemächlich vor. So, und jetzt hoffe ich, dass die hier die Leistungssteigerer haben. Ich will jetzt nicht, dass das wieder eine Folge ist ohne jeglichen Profit. Also irgendwas werden wir schon verkaufen.
Ja, so ist der Plan mit dem T6-Transporter, also höchstwahrscheinlich, wenn ich es mir nicht nochmal deutlich anders überlege, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, wird das nochmal so eine Geschichte mit dem Buggy werden. Genau. Wäre natürlich jetzt dann doch die Option, einfach doch runterzufliegen zu dem Community-Event und dann wären wir auch einfach mal in einer ganz anderen Ecke, selbst wenn da doch jetzt nicht so große Profite machbar sein sollten. Alleine rein durch die Waren. Gut. Oh, mir fällt was ein. Das habe ich gestern in der letzten Folge vergessen, in der Folge vom Freitag. Dass ich nicht nochmal die Statistiken gezeigt habe von der Explorer Anaconda. Das wollte ich machen, als wir da beim Wegpunkt 2 angekommen sind, habe ich aber total vergessen. Die haben auch keine. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ha. Ich fahr mal runter, vielleicht können wir uns ja einen Treibstoffsammler besorgen, um dann doch hier mal runter zu fliegen. Das Problem ist, ich bin jetzt halt, gut, jetzt die Folge kommt jetzt Sonntag raus, ich komme heute erst wieder. Ja, kriegen wir schon noch hin, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mithandeln können. Mal schauen, was kosten die denn? Wir könnten zwar auch zwischenlanden auf einer Station und nochmal nachtanken, aber per Sammler hier 0,06 für 71.000, 0,05 für 17.800, das reicht eigentlich, oder? Was würde so ein Dreier kosten? Ein 3C 0,13 für 56.000 und 3D 0,10 für 14.000. Noch besser. Dann nehmen wir mal den. Pass mal auf, da kaufe ich den mal ein. Das Frachtmodul wird eingelagert und wird dann dorthin transportiert. Und dann würde ich sagen, kommt, lasst uns einfach da runterfliegen, in der Hoffnung, dass uns jetzt keine Leute angreifen. Und da sind wir auch einfach mal in einer ganz, ganz anderen Ecke. Und zwar im imperialen Raum, alles blau. So. Ach Mist, ich hätte nochmal schauen können. Ah, okay, kann ich nebenbei auf Inara zum Beispiel machen, was nochmal alles nicht anecken, sonst kriegen wir eine Strafe. Was wir alles für das Community-Event brauchen. Ich glaube, was war das? Mikrocontroller? Noch ein paar andere. Inara. Community Events. Und dann. Genau, da habe ich's. So, los geht's. 13 Sprünge. Ja, machen wir mal eben. Und zwar, wir springen auch einfach weiter. Es wird halt nichts gescannt. Wir haben auch keinen Scanner oder irgendwas dabei. Also. Marineausstattung. Mikrocontroller. Dann diese Frachterntemaschinen oder sowas. Coltan. Genau, und Coltan, das sind vier Sachen. Mal schauen, eventuell mit Coltan handeln. Zu Potagos Port. Mal gucken, ob der Treibstoffsammler anspringt. Ja, oh, der sammelt ein bisschen, das ist okay. Das ist ja niedlich. Ach Gottchen. Das Grauen. Ey, ich vergesse es jedes Mal aufs Neue, dass, wenn ich eine Nachricht abschicke, darf ich hier nicht vom Stuhl fallen. Schrecklich. Aber ich finde, es hat noch jemand einen sehr, 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 sehr krassen Avatar auf die Reihe gekriegt. Das hatte ich durch Zufall sogar vorher schon mal auf YouTube gesehen von vom Commander Pinöpel, der auch immer mal im Livestream regelmäßig dabei ist. Ich weiß gar nicht, ist der online? Warte mal, da kann ich euch das mal zeigen.
Das ist eine Fratze. Da ist er. Seht ihr das? Wir können ihn leider nicht groß machen. Das sieht böse aus. Das wäre ein Traumpärchen. Ey, ohne Scheiß, sowas. Na? Wie fürs Fernsehen gemacht. Die können in den Dschungel. Die können bei Schwiegertochter gesucht, können die mitmachen. Wo können die noch mitmachen? Hier. Ey, genau. Wir sind die neue Bachelorette. So. Das wäre doch was, ne? Miss Universe, meinte ich in der letzten Folge noch auf dem Explorer-Account. Unsere kleine Bachelorette Miss Universe. Zora, Zofe, von und zu, Princess, Kevin Chantal. Ist doch nett, ne? Hat viel RTL auf alle Fälle in sich. Aber Pinöpel hier, ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Keine Ahnung, wie sowas möglich ist. Aber auf alle Fälle auch ein ganz, ganz feines Schmuckstück. So, was haben wir noch? Heute Sonntag. Schönen dritten Advent wünsche ich euch. Tja, eine Woche noch, dann ist Weihnachten. Und vor allem, was für mich immer so das erste Highlight, eigentlich das erste und fast das einzige Highlight ist, im Dezember, ist immer der 21. Dezember mit der längsten, ja nicht, ja, gut, die längste Nacht, beziehungsweise der Tag mit der wenigsten Sonneneinstrahlung hier bei uns. Und ab dann geht es schon immer wieder bergauf, gefühlt zwar noch nicht so wirklich, aber jede Minute wird so eine Minute, jeden Tag wird es ungefähr so eine Minute länger hell nach dem 21.12. Das ist immer für mich schon mal so ein kleiner Wendepunkt, da freue ich mich immer am meisten drauf sogar. Weihnachten an sich, naja gut, man macht's halt mit, ne? Ja, Wugi, grüß dich. Wugi war wieder beim Friseur. Sehr schön. Ist das schon die Weihnachtsfrisur? So, dann gucken wir mal, wenn wir da vielleicht so zwei, drei Sprünge vorm Zielsystem sind, dass wir eventuell schon eine der Waren irgendwo einkaufen können, dass wir halt nicht erst zur Station fliegen und von dort aus dann wieder starten, macht ja keinen Sinn, ne? Wir können ja dann direkt schon mal irgendwo was mitnehmen. Am besten, am liebsten Koltan. Muss mal schauen. Koltan. Metall oder Mineral? Da war's. Mineral. So ein bisschen müssten wir langsam mal auftanken. Ich weiß gar nicht, wie viel hier maximal reinpasst. Das kann nicht viel sein. Schau mal eben. Oh, 70 sogar. Da müsste gleich Stopp sein. Oh, okay. Passt da über 100 rein? Exakt 100. Gut, da kommen wir schon fast bis durch. Ich denke mal, die letzte Linie dürfte auch gleich voll sein. Wunderbar. Drehen wir ab und weiter geht's. Jo, super. Das funktioniert. Jo. Also wenn das wirklich so sein sollte, dass irgendwann in Zukunft, vielleicht sogar schon nächstes Jahr, dass möglich ist, dass man auf einem Account halt mehrere Spielstände, sprich mehrere Charaktere anlegen kann. Ich meine jetzt nicht die Charaktere aus dem Holomi, wo man sich irgendwie 12 Presets selbst abspeichern kann, sondern halt richtige Speicherdaten, also mehrere Save Games sozusagen halt pro Account anlegen kann. Dann können wir von mir aus auch noch andere starten, weil noch einen Account kaufen, also mit den dreien, okay. Kein Problem, aber noch ein vierter. Irgendwann habe ich auch keine E-Mail-Adresse mehr frei. Ja, wenn das dann möglich ist, dann machen wir noch einen Account
wo wir uns nur durchs Kämpfen irgendwie hocharbeiten, das wird natürlich echt hart. Also das finde ich sogar zumindest am Anfang noch viel härter als Handeln. Wenn du wirklich mit der Sidewinder irgendwo versuchst, einen kleinen Piraten zu grillen. Wobei das natürlich gehen kann, wenn man da Glück hat und mal irgendwie an einem großen Fisch mit dranhängt, der mal irgendwie 100.000 oder 200.000 bringt am Anfang, kann das natürlich schon gut ausgehen. Aber so kämpfen, das auf alle Fälle wird irgendwann mal kommen. Wann? Keine Ahnung, nächstes Jahr vielleicht. Und ja, ein reiner Bergbau-Account wird nicht kommen. Dafür haben wir den hier. Das wäre ein bisschen zu hart. Das wäre wirklich ein bisschen zu viel des Guten. 5 Sprünge noch. Wir springen noch 2-mal. Dann gucken wir mal, wo wir... Ich wollte das vorhin schon mal einstellen. Na, pass auf, ich schaff's wieder nicht. Koltan. Der Rest raus. So. Achso. Ja, gucken wir dann gleich mal, wo wir das herkriegen. Ich glaube, da müssen wir sowieso auf irgendeiner Station angedockt sein. Damit uns da unten die Handelsrouten in der Umgebung angezeigt werden. Denn so ohne weiteres sieht man ja nicht überall sämtliche Handelsrouten, wo man was kaufen kann und wo man was verkaufen kann. Sonst wäre die ganze Galaxiekarte ja voll mit irgendwelchen Routen. Ne? Nicht mal hier aus dem System ringsrum wird uns irgendwas angezeigt. Also eventuell... Wir können ja mal schauen. Nach Wirtschaft, Abbau. Ob hier irgendwo ein Abbausystem dabei ist. Wo wir eventuell ein bisschen Koltan herkriegen. Hier unten Napote. Bürgerkrieg. Opet. Industrie. Hier HIP 23, 24, 8 oder da oben Votari oder wie das hieß. Ah, wie sieht es denn aus? Exporte, Erntemaschinen. Oh, Moment. Die haben Erntemaschinen als Exporte? Das wird nämlich Crop Harvester. Das müssten Erntemaschinen sein, oder? Hier Exporte Bauxit. Da könnte... Das könnte auch dabei sein. Ey, pass mal auf, dann lasst uns das mal mit den Erntemaschinen hier probieren. Dann lasst uns mal dahin fliegen, direkt... Jo. Probieren wir das mal so. Und wenn wir dann mal bei der Zielstation angekommen sind, dann können wir uns da auch mal umgucken. Ja, vielleicht einfach mal alles probieren, was davon dann am meisten bringt. Wie viel Kohle haben wir? 488.000. Ja, wir waren knapp über 50.000, stimmt. Über 500.000. bevor wir den Treibstoffsammler gekauft haben. 500.000. So, aber bevor ich das heute nachher wieder vergesse, ich wollte auch hier nochmal reinschauen. So, Handelseinnahmen 709.000, sehr schön. Gehandelte Waren 731. Das ist ungefähr eine einzige Lieferung mit einer Cutter. Eine. Und mehrere Millionen Profit. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe ja, die hauen bald mal ein paar Infos zum T10 nochmal raus. Ja, die Infos, die es da mal gab, die waren ja irgendwie ja so halb gar, noch überhaupt nicht final. Da muss mal langsam ein bisschen mehr noch kommen. Freue ich mich schon drauf auf den T10 und der muss auf alle Fälle meiner Meinung nach auch wenigstens 64 Tonnen oder 50 Tonnen mehr Frachtraum als der T9 haben. Wenigstens. Am besten so 100 mehr. Kann von mir aus auch 150 Millionen kosten oder so. Aber der muss größer sein. Ich denke mal, das wird auch ein echt teures Ding. Also wenigstens 100 Millionen wird man da hinlegen müssen, gehe ich mal von aus. Der T9 kostet ja schon... Was kostet der? 80? 80? 85 Millionen? Irgendwie so. Und denke mal, der T10, also... Ich würde jetzt mal schätzen, so zwischen 110 und 130 vielleicht, 140, irgendwie so in der Dreh. Da kann ja unfassbar viele Waffen und Utility Mounts bei sich tragen. So, letzter Sprung.
Dann geht's los. Ganze Maschinen kaufen und dann einmal in das Zielsystem. Und wie gesagt, wir werden uns direkt beim Community Event nicht mit anmelden, denn den Bonus, den es dafür gäbe, das wäre dann... Ja, nee, das wäre mir zu viel. Das wäre mir aktuell noch zu viel. Ich sehe gerade Top 100%, 200.000 Bonus beim aktuellen Stand. Und Top 75%, 400.000 Bonus. Und jetzt steht auch da bei Inara, warte mal, ich zeige das gleich mal nochmal, die Seite, da muss ich das jetzt nicht so erklären, dann kann ich es direkt mal zeigen. Deswegen ist auch heute in Anführungsstrichen nur die Full-HD-Auflösung, weil ich hier gerade nebenher immer mal auf den anderen Bildschirm wechseln kann. So, gut, pass mal auf, dann fliegen wir da mal kurz hin, ich zeige das mal mit Inara. Moment, damit ich die Maus rüberkriege, muss ich immer mal kurz die Systemkarte aufrufen. So, zack. Genau, das wäre das Community-Event und hier sieht man bei den Top 100% zwischen 1 und 192 Tonnen muss man gesammelt haben, um bei den Top 100% zu landen und Top 75%, also ungefähr zwischen mindestens 240 Tonnen gehandelt haben, Top 50% mindestens 624 Tonnen und so weiter und so fort und dann die jeweiligen Bonusauszahlungen, die man dann bekommen würde, wenn das Community endet, aber das geht noch eine ganze Weile, ne? Letztes Update heute Nachmittag 16.31 Uhr, also auch schon wieder ein bisschen her. Gut, wir müssen wieder zurück ins Spiel. Wir kommen hier gleich an. Da sind wir schon fast. Oh, das ist ja nett. Oh, das ist ja nett. Das finde ich nett. Direkt hier zwischen Planetenring und Planet. Das ist aber ein recht ausgeprägtes Ringsystem für den Planeten, ne? 10.000 Kilometer Radius. Ja, gut, geht. Ah, geil. Sowas gefällt mir schon wieder wahnsinnig gut. Sehr nah am Planeten. Schön. Eine wunderschöne Aussicht. Und da kann ich wahrscheinlich direkt nochmal ein schönes Bildchen fürs Vorschaubild machen. Und ab dafür. Also wenn wir dann später beim T9-Transporter sind, ich weiß es noch nicht, dann auf alle Fälle auch bei Community-Events Handel richtig mitmachen. Weiß nicht, sollen wir das schon beim T6, ab dem T7-Transporter machen oder vielleicht ab dem T6-Transporter? Bin ich mir nicht so sicher. Könnt ihr gerne entscheiden, ob wir richtig, also wie gesagt, jetzt noch nicht, noch würde es mir zu schnell gehen mit den Bonuszahlung, die man da bekommen könnte. Später überhaupt kein Thema. Ab T9 hätte ich gesagt, sowieso. Ab T7, ja, vielleicht eventuell. Ab T6 bin ich mir extrem unschlüssig. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was ihr davon halten würdet, ob wir das eventuell machen. Würde das natürlich schon beschleunigen, klar. Ach so, wir haben jetzt natürlich plus 16 Tonnen Fracht, das macht aber nichts. So, Erntemaschinen, die kosten hier. Oh, im Durchschnitt auch plus. Ey, weh, ich kriege da keinen Profit, ey. So, Maritimausstattung, die kosten hier auch mehr als im galaktischen Durchschnitt. Das ist doch schon wieder. Moment, Mikrocontroller haben sie die hier auch. Coltan gibt es hier nicht, ne? Halt. Ach doch, Coltan haben die auch. Mal auf, dann nehme ich hier mal 4 Tonnen Coltan mit. Erntemaschinen mal 4. Dann, was war es noch? Mache IT-Ausstattung mal 4. Und Mikrocontroller. Ich weiß nicht, ob die das hier haben. Nee, das haben sie ja nicht. Mikrocontroller haben sie nicht. Gut, dann kaufen wir von den anderen einfach noch 2 dazu. Oder ich mache mal noch 2 Coltan und
Machen wir noch eine Tonne Maritimausstattung und noch eine Antemaschine. So, da haben wir 16 Tonnen voll. Wir haben ja noch den Treibstoffsammler drin. Den kann ich hier nicht verkaufen, weil es hier keine Ausstattung gibt. So, gut. Probieren wir das einfach mal. Und dann geht es von Opet erstmal hier runter. Ich vermute fast, dass wir da eventuell ein bisschen Pech haben. Warte mal, ich möchte mal noch ein schönes Bild machen. Wo ist sie denn? Huch. So. Oh. Das ist natürlich schlecht. Ziel außerhalb. Wir müssen erstmal wieder leicht drumrum um den Planeten. Das dauert jetzt ein bisschen. Das ist schade. Ja, mal gucken. Wie gesagt, in der Regel kann man Sachen für ein Community-Event, wenn an einer bestimmten Station solche Sachen gebraucht werden, auch für gutes Geld verkaufen. Die haben einen recht hohen Einkaufspreis dafür. Da jetzt die Sachen hier schon ungefähr im galaktischen Durchschnitt lagen beim Einkauf, wage ich jetzt kaum eine Prognose abzugeben. Ach, guck mal, es geht schneller als ich dachte. Dank unseres unsichtbaren Begleiters hier, unserer unsichtbaren Co-Pilotin, können wir da durchschauen. So, weiter geht's. Ach so, es sind noch zwei Sprünge bis dahin. Ach so, okay. Das heißt, ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, dachte, das wäre nur ein Sprung. Habe mich jetzt schon gewundert, warum die Systeme so komisch heißen. Oh Mann, wie blöd. Okay, das habe ich verpeilt. Und wenn wir dann da sind, darf ich jetzt nicht vergessen, den Frachtraum, das Frachtgestell dorthin liefern zu lassen. Muss mal schauen, wenn das teurer ist als ein neues 8er Frachtgestell, macht es natürlich wenig Sinn. Gucken wir mal. So, jetzt aber letzter Sprung für heute. Wieder ein bisschen länger die Folge. Ach, entschuldigt. Sollte eigentlich so im Rahmen heute so um die, ich habe abgeschätzt so auf 25 Minuten, aber na gut, 10 Minuten mehr. Macht vielleicht auch nicht. Schönen Gruß. Oh, das mag sie nicht. Gerade am Einschlafen und dann will Papa Streicheleinheiten. Oh, 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 oh. Wie weit ist er denn weg? Immerhin knapp 40 Lichtsekunden. Es wäre natürlich jetzt äußerst bescheiden, wenn die Station noch etliche 1000 Lichtsekunden weg wäre. Aber Gott sei Dank, da haben wir jetzt mal Glück. Glück. So. Habt ihr denn eigentlich, was ich noch erwähnen wollte, fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein, den letzten Livestream von, nicht von diesem Spiel, sondern von der X-Reihe X4 Foundations gesehen? Da hatten die Entwickler so ein irgendwas um die 50 Minuten Livestream gemacht auf Twitch. Kann man sich immer noch angucken, kann man auch auf YouTube finden. Einfach mal X4 Foundations eingeben. Guckt euch das mal an. Es soll ja wieder deutlich mehr zurück zu den Wurzeln gehen, also Richtung X3. Und weniger von dem, naja, eher mäßig prächtigen X-Rebirth haben. Und
Ja, ich habe den mir noch nicht komplett angeschaut. Da waren ein paar Dinge dabei, die ich ganz gut finde. Und sieht natürlich auch geil aus. X-Rebirth sieht auch gut aus. Gefällt mir auch sehr gut von der Grafik her. Und ich habe immer mal wieder versucht, auch das letzte Mal vor, ich glaube so 2 Monaten oder so, da noch mal reinzuschauen. Aber irgendwie, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie, nee. Ich habe es damals zu Release tatsächlich über 20 Stunden gespielt. Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Wahrscheinlich, weil es zu dem Zeitpunkt kam, glaube ich, so ein Jahr vor, ein oder zwei Jahre vor Elite Dangerous raus. Ein Jahr, 2013, irgendwie so. Aber es war so ein Rumgequäle, so verbuggt und ich habe es wirklich versucht, aber es ging nicht. Es ist irgendwie... Ja, und aber jetzt kam nochmal ein größeres Update raus und sogar Updates für X3 Terran Conflict und X3 Albion Prelude. Und dann für X-Rebirth nochmal ein etwas größerer. Ja, ich schaue vielleicht nochmal rein. Mal gucken, zwischen den Weihnachtsfeiertagen oder danach habe ich noch ein paar Tage frei. Vielleicht gucke ich es mir nochmal ein bisschen an. Aber zumindest, wenn die schon mal bei X4 Foundations zu den X3-Spielen zurückkehren, also statt zu X-Rebirth, bin ich da schon mal etwas mehr froher Hoffnung und schaue mir die Sache mal an, wenn es denn soweit ist. Eventuell, so hatte ich das aber mal gelesen, starten die das Spiel vielleicht sogar in der Early Access-Phase. Was ich davon halte, weiß ich noch nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen, bis es da bessere Sachen gibt. Oh, guck mal, das ist nicht schlecht. Erntemaschine, hier steht Einkauf. Wir haben es für einen recht hohen... Ne? Wir kriegen das mit Sicherheit woanders auch noch billiger her. Hier aus Hip. Das ist das, die mit der Babynahrung. Aber hier, Erntemaschine, das schon mal ganz geil. So, 1100 Profit, Maritimausstattung. Oh, scheiße, ich habe heute keine Zeit mehr. Ich hätte so gern noch was dran gehangen, ey. 2000 Profit und Koltan. Na gut, also Maritimausstattung. Das ist natürlich geil. HIP 17298. HIP 17298. So, Moment. Da drüben. Oh. Naja, das wäre ja nicht weit weg, also... Kriege ich das hierher? Komm, egal. Wir fliegen jetzt einfach mal noch einmal machen wir. Ich kann echt keine neue Folge aufnehmen. Deswegen, ich hänge jetzt hier noch mal ein paar Minuten dran. Auch egal, dann ist die Folge halt wieder über 40 Minuten. Stört mich jetzt auch nicht. Aber das mit der Maritimausstattung, das wäre natürlich fantastisch. So um die 2000 Profit. Vielleicht kriegen wir die dort noch ein bisschen günstiger als in dem Opel-System, wo wir herkommen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und was wir jetzt dort mit hinnehmen, schaue ich mir jetzt nicht noch an. Dafür wird jetzt wirklich die Zeit ein bisschen zu knapp. 3D-Treibstoffsammler. Profit. Und... Ja, gut, ich... Ach komm, ich kaufe jetzt das Dreier. Kostet jetzt 10.000, ist egal. Macht nichts. Und starten. Das probieren wir jetzt noch. Das will ich jetzt wissen. Ich hoffe, die haben da noch welche auf Lager. Das ist wahrscheinlich, man hat es gesehen, hier auf Lager sind, also die Maximalanzahl 999.999. Ich bin auch im Open unterwegs, aber hier ist bloß ein Commander gerade zu sehen. Mal schauen, in dem es... Ach man, ich wollte mich vorbeimogeln. Keine Hektik, nachher passiert noch was. So, okay. Additional traffic reported. Please ensure you give way to
Na komm. Nein, Galaxiekarte. Ja, Rückweg werden wahrscheinlich zwei Sprünge hier über Chong Duyak. So, also für über 6.000 könnte man die dort verkaufen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ausgerechnet die Maritimausstattung da so vieles bringt. Und jetzt Abflug. Das Ding ist ja, ich hatte ja gerade gesehen, dass eigentlich hier unten die Station näher dran ist. Und die hätten dasselbe im Verkauf. Dann lass uns mal dahin fliegen. Das ist bloß die Hälfte der Strecke. Ein bisschen weniger sogar. Statt 2913. Dann düsen wir mal darüber. Wunderbar. Anflug ohne Probleme bis hierhin. Keiner, der uns abfangen will. Wir haben auch nichts dabei. So, unsere 24 Tonnen. Dann können wir das andere Dreier-Frachtgestell vielleicht für den T6-Transporter einfach mitnutzen. Müssen wir mal bloß dran denken. Oder wir verkaufen es. Ist jetzt auch nicht so viel Geld. Nein, keine Feuergruppen, das weiß ich. Aus Versehen draufgekommen. Sehr schön. Okay. Anscheinend ist hier auch keiner weiter unterwegs. Ich booste mal noch. Solange hier keine Kommande angezeigt werden auf dem Radar, wird wahrscheinlich auch keiner da sein. Entweder haben wir gerade Glück mit der Instanz, dass hier keiner ist, oder die pennen alle noch. Nachmittag. Oder sind gerade alle auf dem Weihnachtsmarkt, kann natürlich auch sein. Da. Oder es gibt hier keine Maritimausstattung. Das wäre auch noch möglich. Das wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich, wenn es hier keine gibt, dann. Ja. Dann Pech gehabt. Toller Name, kann ich gar nicht aussprechen. Doch 4.100, auch so um die 2.000 Profit machen wir dann. Cool. Ja, vielleicht kann man dann noch mit bis hierhin was mitnehmen. Und dass man dann da nochmal ein bisschen Profit macht, müssten wir mal schauen, was die da eventuell brauchen. Ja, genau, wie ich es mir dachte. Ihr kriegt die mit Sicherheit noch irgendwo günstiger. Die Maritimausstattung. Vielleicht bringen die Mikrocontroller sogar noch ein bisschen mehr. Die hatten wir jetzt noch nicht gefunden.
So, und los jetzt. Na schön. Ja, wenn wir die für 2000 verkaufen können, ein bisschen mehr, vielleicht sogar wären das um die... Allein für den Einflug jetzt 50.000, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Ja, und dann nähern wir uns doch mit etwas größeren Schritten den, dem T6-Transporter. Vor allem, wenn wir noch was mit zurücknehmen können. Oder nochmal rumschauen, wo wir das eventuell nochmal günstiger kriegen. Vielleicht noch einen dicken Mehrprofit machen können. So. Hoffentlich fängt mich kein Pirat ab. Ja, und hier will anscheinend auch niemand was von uns. Keine Nachricht. Sehr schön. Ah ja, genau. Gott sei Dank, die Station war ja hier gar nicht weit weg. Geht's hier ein bisschen schneller wenigstens. Nein! Zu schnell. Egal, wir müssen eh ein Stück dahinter fliegen. So. Ist noch was frei? Ja. Was ist denn das hier? Was ist das denn für ein Name? Sowas geht? Oder ist das wieder irgendeine Asiate? Die machen doch immer solche verrückten Dinge. Ja, okay, jetzt ist hier ein bisschen mehr Begängnis. Drei Commander in der Station. Oh, ein bisschen schnell. Letzter Landeanflug für heute. Zu weit. Zurück. Runter. Passt. Der war gut. Und verkaufen und noch ein bisschen Profit wenigstens für heute mitnehmen. Ja, doch bin ich bisher sehr zufrieden, dass wir doch hier runtergeflogen sind. Und das mitmachen 2020 pro Tonne. Sehr schön. Sind um die 48.480 Profit. Sehr schön. Wunderbar. Das war's für heute von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schönen dritten Advent noch. Schön starten die Woche ab morgen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.